Herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2013. Wir fangen im Januar an. Da ging es los mit den Händershot-Generator-Versuchen. Ich hatte immer diese Startschwierigkeit. Jetzt gerade da. Schön. Läuft wunderbar. Bis hierhin zumindest. Praktisch hier auf der 12-Volt-Seite rein. Ne? Denke mal, dass das hier so richtig ist. Und versuche dann hier am Ausgang mal zu messen, was da so rauskommt jetzt. Ne? Naja, unsere Messgeräte sagen gar nichts dazu. Ne? Weder im Wechselstrombereich noch im Gleichstrombereich. Nö, guck mal, überhaupt nichts. Ja, ich glaube, dann müssen wir uns mal noch ein paar Gedanken machen. Hallo Männer, heute mal beim Segelohrenpump. Und ja, was ganz lustig ist hier mit den Händershot-Korbspulen. Ja. Wenn ich jetzt hier aber die LED abmache, ne? Machen wir ab, jetzt. Und dann wird ein Bedini schon runtergestellt, wenn man den jetzt noch ein bisschen regelt, geht das auch noch schneller. Hallo René. Ja, sieht erstmal toll aus, die Erklärung kommt später, Leute. Ich muss das erstmal ein bisschen verarbeiten. Das Ding ist immer noch nicht so weit, dass das Ding läuft. Also die 4 Videos sind die einzigen, die ich bisher dazu gemacht habe. Habe bisher auch nichts gehört, dass irgendjemand das Teil wirklich zum Laufen gebracht haben soll. Naja, mal schauen. So, dann ging es weiter mit Kristalle züchten. Da haben wir uns den Alaun-Kristallen mal gewidmet. Ja, die Kristalle kennt ihr noch. Das ist, wenn man Alaun-Lösung ein paar Tage einfach so stehen lässt. Bei mir haben die sich dann von selbst gebildet, die Kristalle. Auch im Januar haben wir das Edward Leedskanen Perpetual Motion Holder Experiment nochmal nachgestellt. Cut. Und rennt. Jawohl. Richtig fest. Ja, das ist alles. Oh, ach du Sau. Da war richtig fest. Echt krass. Wo kommt die Kraft her? Und dann kam Kronos 9 ins Segelohrenbob-Labor, alias René, hat ein paar Basteleien mitgebracht. Hier sein selbstgebauter Ionenmotor, den er vorgeführt hat. Ich mach nichts. Gut, dann kribbelt es mir wahrscheinlich nur so in die Hände. Ja, das ist eine schöne Spielerei, aber wie gesagt, du kannst also dann hier drin noch eine Zündspule und Kondensator betreiben gegenläufig und dann holst du aus der Zündspule auch wieder Energie raus. Mhm. Ding läuft trotzdem. Mhm. Kurz danach haben wir mal versucht, diese diesen Flynn-Trafo zu reproduzieren. Ist ganz was anderes dabei rausgekommen, als man eigentlich vorhatte. Habe ich noch überhaupt keinen Strom angeschlossen und schon da. Es hält. Geht genauso. Richtig fest. Hier. Bop, 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 bop. Hält bombenfest. Und das ist nur ein einziger. Also. Sowas Verworrenes. So. Und er rennt. So schaut übrigens unser Ostsee-Bild dazu aus.
Ja, ich kann von der Volt her kann ich gar nicht mehr weiter runter gehen. Wir sind schon Anschlag. Das kapiere ich jetzt überhaupt nicht. Ja, also wenn ich diese Kroko-Klemme nur ranhalte, spielt er komplett verrückt und steigt nicht. Und wenn ich sie komplett fest ranmache, da in dieses Loch reinstecke, dann steigt sie auf einmal. Ja, da bin ich jetzt erstmal am Ende mit meinem Latein. Ja, also das ist auch noch nicht reproduziert worden erfolgreich. Und dann ging es mit den Rotu-Wetterversuchen los. Die Steinmetzschaltung ist als eine Art Notlösung für Haushalt ohne Drehstromanschluss gedacht. Ne? Aber was uns hier verschwiegen wird, ist die Effektivität. Hier bei dem Rotu-Wetter-Gebastel, da sträubt sich ja alles, wenn man da Elektromotoren-Reparatur gelernt hat. Ich soll den jetzt im Stern für 400 Volt anschließen und mit 220 Volt betreiben. Er kommt. Oh, geht gut ab. So, jetzt geht's los. Ich hoffe mal, dass ich keinen Ärger mit meinem Vermieter bekomme. Der hat schon ganz komisch geguckt, als ich hier das Teil hochgeschleppt habe mit einem Kollegen. Na, gucken wir mal, ob so halbwegs im Rahmen bleibt von der Lautstärke. Okay, da haben wir alles dran. Nee, halt haben wir noch nicht. Den 8er schalten wir ein, den 5er schalten wir ein, den 7er schalten wir ein. 4er schalten wir, 4er schalten wir, 4er schalten wir, 2er schalten wir und den 10er schalten wir auch ein. So, dann haben wir jetzt eigentlich, gut, die kleinen lasse ich draußen. Da haben wir jetzt insgesamt 120 Mikrofarad und nochmal ja, um die 40 dazu, ne? So knapp. Bitte mehr. Schauen wir mal, wie er sich verhält. Geht's los? Ach, bin ich aufgeregt. So. Notschalter ausschalten. Okay, na dann, auf geht's. Ausschalten. Wow, geil. Fazit davon. Selbstläufer ist so einfach wahrscheinlich nicht möglich. Damit. Allerdings, wenn man die richtigen Kondensatoren für Drehstrommotoren rausfindet, kann man da eine Menge Energie sparen. Auch die Start Cell von John Bedini wollte nachgebaut werden. Ach, komm, Gott, aus. Also, so ein Zeug zu sägen, das ist übelst leicht, ne? Denkt man, es ist Alu. Aber sägt erstmal so ein Stück runter mit einer Eisensäge. Haha. Da haben wir auch ein bisschen mehr Oberfläche. Mal gucken, was es bringt. Huha, das ist ja eine ganz schön heikle Sache hier. Wie ihr hier seht, ist hier in der Mitte bei ihm, ne? Läuft da überhaupt nichts hin, da zu seiner Anschlussschraube. Und bei mir hier ist das ganz schön knapp gewesen. Hier auf der Seite gab es eine ganz kleine Verbindung. Die habe ich nun weggekratzt. Weil vorher hat das Messgerät immer so zwischen 2 Volt und 0 Volt hin und her gependelt. Und jetzt... Da schau her. 1,3 Volt konstant. Ah.
Ja. Jetzt haben wir doch die Leuchtstärke, die wir haben wollten, ne? Hey. Und am Ende vom Januar ist Jean-Louis Naudins Qigen-Generator-Experiment reproduziert worden. Ja, unsere Induktionsplatte, die macht ja 50 Kilohertz, ne? Also 50 Kilohertz können wir ziemlich, mal gucken, ob wir die mit unserer Stromzange einfangen können. Ja, die dürfte eigentlich nur für 50 Hertz ausgelegt sein. Mal schauen. Das ist so eine Spule, ne? Kann man auch wunderbar umbasteln. Die ganzen Drähte sind ja sowieso gegeneinander isoliert. Muss man nur rausfinden, welche zusammengehören. Und dann kann man da auch eine schöne Bifilare-Spule draus basteln. Mal gucken, wie gut die funktioniert. Die haben wir auch noch in petto. Ja, da gehen jetzt die Experimente richtig schön voran. Ein. Aha. Ganz schön hell. So, die Helligkeit. Aha. Sieht man das? 319, 321. Ah, kochen sieht gut aus. Reis ist nicht gut. Hotspot. Boiling. Boiling? Super. Machen wir uns eine Suppe. Die Ampere stimmen garantiert auch nicht. Na gut. Weil okay. Durch die Hochfrequenz ist das garantiert verfälscht. Mhm. Normalerweise wäre es am günstigsten, du misst die Ampere über den Brückengleichrichter. Nach noch eine Minute. So, jetzt sind wir 3 Minuten. Okay, das ist erstmal schon einmal, das ist auch noch nicht alles, also wie gesagt. Gleich eine komplett neue Spule zu nehmen, wo das dann alles gleich passt. Tja, aber das dauert noch ein bisschen, bis ich das alles angeschlossen habe, die ganzen Drähte abisoliert habe und die richtige Verschaltung raus habe. Soweit erstmal dieses Fazit da. Ja, wir gehen davon aus, dass wenn OVO-Unity drin sein sollte, dass die in dieser Spannungserhöhung zu suchen ist und dann eventuell auch nur dann auftritt, wenn wir richtig, ja fast schon Überlast dann am System dran haben. Werden wir sehen. Wir werden gucken. Aber bis jetzt sehr interessant. Dann haben wir den Februar. Da hat der Ronny eine sehr schöne Schaltung gepostet, die ich unbedingt mal nachbauen sollte. Hier ist sie. Das Ding lebt mehr, als dass sie elektrisch funktioniert, wenn man so sagen kann. 13 Volt, auch eine schönere Zahl, finde ich. Okay, so, jetzt rechts rum oder links rum? Es geht los. Okay. Der läuft nicht, da geht er aus. Aha. Was ist mit dem hier? Der ist ja total krass hier vorne. Aha. Schon interessant. Der oszilliert jetzt nonstop. Aha, da könnte ich also jetzt nonstop an den Ausgang was dranhängen. Und hier vorne der Kollege. Ah, der läuft so. Okay, also haben wir jetzt hier einen Bedini-Motor laufen, also Servomotor. Hier die blinkt schön im, keine Ahnung was das für ein Takt ist, jedenfalls richtig schön hell, blau, violett leuchtend. Zuckt auch immer schön vor sich hin. Hier hinten leuchtet nun Stop und da dreht sich schön im Ast. Und auch mit dem Qigen-Generator haben wir weiter experimentiert. Hin und her telefoniert und sind dann zum Schluss gekommen, einfach mal so wie es die anderen Qigen-Bastler auch machen, einen richtig schönen großen Kondensator nach den Gleichrichtern zu schalten, um dann diese ziemlich hoch pulsierenden, ja, das sind bis zu 500 Volt Spannungsspitzen mit dem Oszilloskop gemessen wurden, die richtig schön einzufangen. Ja, durch diese Oberwellen halt ist das kein richtig genauer Wert. Und um Eingang ziehen wir 727 Watt. So, dann fahren wir hier mal runter. Gut, da können wir bleiben. Und jetzt drehen wir unsere anderen Lasten mal rein.
So, zuerst nehmen wir Taste hinten die. Ist drin. Und dann hier vorne die. Ist auch drin. So, hoffentlich bleibt es auch drin. So, jetzt sind wir hin auf 119 Volt runtergefallen. Hier ziehen wir jetzt schon 5,23 Ampere. Und am Eingang sind wir auch ganz schön gestiegen, ne? 1044 Watt. Ja, dann sind so die Stimmen etwas laut geworden rund um Professor Tutor. Ich wurde da mal gebeten, ihn mal die konkrete Frage zu seinem Berechnungsprogramm zu stellen. Ist bis jetzt leider immer noch nicht beantwortet worden. Wie gesagt, mich persönlich würde es halt schon mal interessieren, warum, wieso, weshalb dann mit diesem Originalprogramm und kurzgeschaltetem Kondensator trotzdem Overunity auftreten soll. Und dann haben wir uns mal den Kristallbatterien gewidmet. Ja, haben wir uns vier komplett identische leere Batterien geholt und haben sie befüllt und alle vier Batterien haben unterschiedliche Ergebnisse gezeigt. Aha, jetzt sind sie endlich gekommen. Der Verkäufer, der hat mich extra nochmal persönlich angerufen und hat gemeint, ob ich wirklich vier Stück von denen haben möchte. Ja, jetzt haben wir eine andere Katze hier und jetzt ist alles 180 Grad verdreht. Bei der zweiten Batterie, die ich jetzt befüllt habe, da hat mir mein Ladegerät nämlich angezeigt, dass ich sie angeblich verpult angeklemmt hätte. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, hoffentlich habe ich sie nicht mit meinem Bedini-Motor am Anfang falsch rumgeladen. Habe dann nochmal so rum angeklemmt. Läuft er jetzt? Ja, er läuft. Aber wenn man hier das Messgerät richtig rum anklemmt, sind wir bei minus 2,9 Volt. Also normalerweise versuche ich jetzt gegen die 2,9 Volt mit dem Bedini zu arbeiten hier. Aber da tut sich irgendwie nichts. So, ich klemme das jetzt mal um. Mal gucken, wie es dann ausschaut. Sollte die hier wirklich nur falsch rum beschriftet sein, diese Batterie? Kann ich mir noch nicht vorstellen. Da wird doch eine wie die andere hergestellt, oder? So, also nochmal. Dreht. Wo sind wir hier? Jawohl, ich kann sie in die andere Richtung laden. Hey. Also. So was Verrücktes. Hier der Karl Gustav, das war die Hexenbatterie davon, die hat das extremste Ergebnis gezeigt. Die war gleich mal andersrum gepult gewesen, hat keine 12 Volt gehabt, sondern nur 6 Volt oder 6,6 Volt oder 6,16 Volt, das habe ich ja auch 616. Na gut, so, aber ich gehe jetzt erstmal pennen. Ich weiß nicht ganz so genau. Karl Gustav, wie schaut's denn aus? Nacht überbrennen lassen? Wollen wir es heute Nacht mal machen, ja? Okay, du machst heute Nacht mal durch, dann gucke ich mal, wie viel Volt du morgen früh hast. Und ich verspreche dir, du kriegst dann auch deinen Schlaf, wenn du ihn haben willst. Ja, dann habe ich ein Zuschauervideo bekommen, was ich hochladen sollte. Da hat jemand mit einem Bedini Motor kolloidales Silber hergestellt, das Silberwasser ganz normal ist. Auch nicht zu verachten. Und die Alaun-Batterien haben uns auch nicht losgelassen. Hier dann mal ein Test im Tiefkühlschrank. Wollte mal jemand wissen, wie sich so eine Alaun-Batterie verhält, wenn sie tiefgefroren ist. Ja, also das mit dem Tiefgefrieren hat nicht geklappt. Bei minus 15 Grad war sie immer noch flüssig gewesen. Aber dann in dem Moment, wo man sie eben in die Wärme zurückgeholt hat, ist es ratzfatz etwas gefroren.
Ist ja aber normalerweise draußen in der normalen Natur nicht. Ja, nach wie vor flüssig. Jawohl. Nach wie vor komplett flüssig. Nichts vereist. Ja, der Temperaturfühler steckt jetzt drin und das Messgerät zeigt an minus 7,4 Grad Celsius. Bei minus 7 Grad, ja, also nochmal, die mittleren zwei Zellen, ne, die bewegen sich. Da hat das Wasser, wie gesagt, 7,4 Grad Celsius minus. Aber rechts und links sind sie doch vereist. So, jetzt mal noch einen kleinen Nachtrag. Also es sind jetzt bestimmt eine Viertelstunde später. Und seht ihr das? Da pendelt immer runter zwischen 10,66 und dann wieder hoch auf 10,68. Jetzt sogar 69. Weil jetzt ist hier absolut nichts Lineares nach unten mehr zu sehen. Sowas. Ja, dass die Starzelle Crystal-Cell, also die Starzelle Kristallzelle von John Bedini, die wir nachgebastelt haben, die hat dann ganz komische Sachen gemacht. Die blinkt jetzt immer noch, ja, jetzt ein Jahr später fast. Da haben wir ja gerade erstmal einen Januar rumbekommen, wir sind schon über 20 Minuten. Ganz so viel Zeit möchte ich euch diesmal nicht rauben. Die restlichen Monate habe ich hier in der Playlist zusammengefasst. Wen es also interessiert, der kann sich das ganze komplette Jahr 2013 nochmal der Reihenfolge nach hier anschauen. Ansonsten möchte ich mich bedanken bei den ganzen Leuten, die mitgemacht haben. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, also dann jetzt mal in die Vollen, wa?